Hier in der Helmut-Just-Straße in Neubrandenburgs Oststadt befindet sich die Gesellschaft für nachhaltige Regionalentwicklung und Strukturforschung, kurz GENRIS. Der eingetragene Verein engagiert sich in Zusammenhängen der sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Region mit dem Ziel, zu gleichwertigen und guten Lebensbedingungen beizutragen. Im Rahmen der interkulturellen Woche wurde hier von den Verantwortlichen um Sarah Marie Segebrecht ein kleiner Kreativworkshop angeboten. Im Fokus steht auf jeden Fall vor allem der Austausch miteinander. Also wir wollen ein bisschen zusammenkommen und über das Medium Kreativität einfach miteinander ins Gespräch kommen und zusammen was Schönes malen. Und das Motto ist, wir alle sind Neubrandenburg. Genau. Und wollen da so ein bisschen Gemeinsamkeiten finden, was uns verbindet mit der Stadt, was uns so gefällt in der Stadt. Und dazu malen wir gemeinsam zu zweit, wie man sieht, jeweils ein gemeinsames Bild. Das Angebot wurde am heutigen Tag von einer Handvoll Menschen angenommen, unter ihnen auch Anatoli. Der Ukrainer war in Kiew als Meisterlehrer an der Boitschow-Kunstakademie tätig und stellte regelmäßig seine Werke aus. Er ist froh, dass er hier in Neubrandenburg seiner Leidenschaft nachkommen kann. Seitdem ich hier in Neubrandenburg bin, habe ich schon mehr als 40 Bilder gemalt und gezeichnet. Ich kann mir vorstellen, irgendwann eine Wohltätigkeitsausstellung zu organisieren und damit vielleicht irgendwie auch für die Stadt nützlich zu sein. Ich bin in meiner Situation sehr dankbar darüber, dass die Menschen hier so etwas fördern und Angebote machen. Für uns als Ukrainer ist das sehr hilfreich und wertvoll. Es ist interessant und gut und ich hoffe, dass es genauso auch für die Stadt Neubrandenburg ist. GENRIS unterstützt Menschen, ihren Lebensmittelpunkt hier zu finden und beizubehalten. Dazu gehört die individuelle Begleitung jedes Einzelnen und das Schaffen eines Rahmens für Gemeinschaft. Es gibt Menschen aus verschiedensten Ländern und Regionen, auch in Neubrandenburg, die aber dann oft so gar nicht zusammenfinden. Also muss dann erstmal ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Menschen sich trauen, zusammenzukommen, wo überhaupt erstmal der Rahmen geschaffen wird, um miteinander sprechen zu können. Also wo die Hemmnisse so ein bisschen abgebaut werden, würde ich sagen. Und GENRIS hat an diesem Tag mit dem Malworkshop gezeigt, wie ein solcher Rahmen geschaffen werden kann. Alle hatten sichtlich Freude daran, hier zu sein und gemeinsam kreativ zu werden.